Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Behälterprofis. Hi Peter, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Auch gut, danke dir. Sehr gut. Welches Thema wollen wir uns denn heute anschauen? Ja, wir wollen uns heute kurz mal in einer Beispielrechnung die Umweltwirkung von volumenreduzierbaren Behältern anschauen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ja, ich meine, du weißt ja, es gibt ja enorm viele Behälterpools im Markt und viele Behälter, die sind auch Millionen, nicht volumenreduzierbar. Ja. Und die LKWs sind auf der Autobahn und man fragt sich wirklich, wenn man dahinter schaut, was hat das überhaupt auch für eine Umweltwirkung? Ja. Und wir haben hier mal ein Beispiel gebracht. Wir haben hier also einen Vollbehälter. Und wenn ich den im Volumen reduzieren kann, in dem Fall ist er klappbar, kriege ich quasi 4 Behälter im Volumen eines ganzen Behälters im geklappten Zustand. Es gibt ja auch andere Beispiele, unsere Mehrwegbehälter, bei denen dann oben auch nur noch 60, 70 mm rausgucken und andere Behälter mehr. Also damit kann man viel Volumen einsparen. Hast du da Werte, die wir da greifen können, damit man es ein bisschen vergleichen kann? Naja, wir haben uns mal überlegt, wenn wir von hier einen LKW nach Hamburg fahren würden. Ja? Mhm. So. Hamburg, von uns aus gesehen 600 Kilometer. Ja. Ja. Wir würden ungefähr 180 Liter Sprit Diesel verbrauchen. Okay. Und umgerechnet in CO2 480 Kilo ungefähr CO2. Okay, das ist eine Menge. Ja. Das ist wirklich eine Menge. Kannst du dir vorstellen, wenn du die Behälter nicht im Volumen reduzieren kannst, kriegst du vielleicht 1320 von diesen Behältern auf den LKW. Mhm. Das heißt, diese 180 Liter Sprit oder diese 480 Kilo CO2 würden sich auf 1320 Behälter verteilen. Ja. Dann hättest du pro Behälter ungefähr die Menge Diesel verbraucht. Ja, entspricht auch ungefähr 360 Gramm CO2. Und du hast das andere Glas schon hingestellt. Wenn wir die Behälter Volumen reduzieren können, dann hätten wir den Effekt, dass wir hier nur noch 0,03 Liter Diesel pro Behälter verbrauchen. Wie viele Behälter könnten wir da transportieren? Und wir hätten dann 5.300 ungefähr. Oh, okay. Also hier ist der Faktor 4:1. Es gibt ja auch andere volumenreduzierbare Behälter, da ist der Faktor noch höher oder ein bisschen niedriger. Hier beim Beispiel 4:1 sieht man schon, das ist ein beträchtlicher Unterschied. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Transporte Tag ein, Tag aus, ja, quer durch die Republik stattfinden, da sieht man schon, was da eine Ersparnis und eine Entlastung der Umwelt möglich wäre. Ja, Peter, danke für deine interessanten Ausführungen. Gerne. Ich denke, auf jeden Fall zusammenfassend lässt sich sagen, man hat hier ein riesen Nachhaltigkeitsthema, beziehungsweise man spart enorm viel CO2 ein. Und zum anderen hat man natürlich noch einen riesen Kostenvorteil. Das stimmt. Ja? Das darf man auch nicht unterschätzen. Ist für viele ja der Hauptpunkt im Endeffekt. Wenn euch die Themen gefallen haben, beziehungsweise ihr noch auf weitere spannende Themen schauen wollt mit uns, dann folgt uns auf unserem YouTube-Kanal Die Behälterprofis. Bis zum nächsten Mal.